Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Diablo 2 Resurrected. Meine Güte, wir haben ja hier in der letzten Folge, die war schon, also diese geheime Kammer da. Holla die Waldfee. So, ja, ich hab ja gesehen, dass wir hier noch über den Geisterbeschwörer reden können. Ich empfinde kein Mitleid für diesen Möchtegern-Beschwörer. Seine übermäßige Sehnsucht nach Dämonenmacht war sein Untergang. Ihr habt das Unvermeidliche lediglich beschleunigt. Genau. So, handeln. Dann gucke ich mal, kann ich hier irgendwas. Ne, warte mal, doch, das kann ich verscherbeln. Ne? Das ist einfach nur, weil ich es nicht tragen kann. Genau. So, ja. Einmal, zweimal reicht. Den Rest räumen wir erstmal hier. Ne? Kenne ich die Rune schon? Ne, die. Die habe ich auch noch nicht. Itrone. So, ich pack die mal hier hin. So. Davon haben wir erstmal noch nichts hier. Oh, guck mal hier. So, von der grünen haben wir noch nichts. Von der gelben fehlt mir auch noch jetzt irgendwie. 1, 2, 3, warte mal, ich mach die mal hier alle hinunter. Ja. Wir müssen den Stab jetzt mitnehmen, ne? Ich glaube. So. Ach nee, das ist ja wohl so ein kleiner hier. Gut, ach so, der Stab. Der Stab, der Stab. So, gut. So, dann befragen wir erstmal die ganzen anderen hier. Nicht in der Stadt. Ja. Ja? So wie ich das sehe, ist das alles ziemlich verschwommen. Ja. Hallo. Einen größeren Helden als euch hätte ich mir nicht erträumen können. Vielleicht gibt es doch noch Hoffnung für uns. Jetzt steht die da schon wieder in der Tür. Alter, lass mich raus. Hilfe! Bring den Stab. Das Symbol des wahren Grabes von Tal Raja. Alter, lass mich raus. Ach, da hinten geht's raus. Als ob. Dämliche Schnipfe. Hallo! Also, ihr habt, worauf ihr aus wart. Und jetzt bewegt euch, bevor es zu spät ist. Ja. Fragt und lernt. Größere Mächte bewegen sich unaufhaltsam auf uns zu. Ihr müsst schnellstens zu den Gräbern aufbrechen. Könnt ihr Hilfe gebrauchen? Aha, Horason ist also schon eine Weile tot. Ich gehe davon aus, wenigstens ihr habt gefunden, wonach ihr gesucht habt. Jo, haben wir. Hallo? Die Neuigkeit von der Tragödie in diesem Palast verbreitet sich schnell. Wie schrecklich. Und ich dachte, Jareen und seine Wachen wären die ganze Zeit da drinnen und würden mit den Haremsmädchen spielen. Ach, dann müssen wir auch noch anhören. Stimmt ja. Ihr weckt die Sehnsucht nach den ruhmreichen alten Zeiten in mir, als ich noch beide Hände, beide Augen und einen ganzen Fuß hatte. Unglaublich. Die Haremsmädchen sind tot.
Die Palastwachen haben gegen Dämonen aus dem Keller gekämpft? Wie konnte das ohne mein Wissen geschehen? Tja, dann musst du dich mal drum kümmern, du Eiersack. Ihr habt Horasons Tagebuch gefunden? Ausgezeichnet. Aber ich muss euch warnen. Diablo sucht das Zeichen des wahren Grabes von Tal Rasha, falls er es nicht schon kennt. Ich muss euch nicht erklären, was das bedeutet. Ja, ich kenne das doch jetzt auch. Oh, mit ihr können wir nicht darüber reden. Ha! Ich wünschte, Charin hätte mich in den Palast gelassen. Ich hätte diese Mädchen gerettet und die Dämonen mit Arschtritten in die Feuergruben der Hölle zurückgejagt. Naja, gerade du. Das Einzige, was du von Feuer kennst, ist Feuerwasser. Der Glaube ist stärker als jede Rüstung. Der Schild schützt den Körper. Aber der Glaube stellt das Herz des Tapferen. Okay. So. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Ihr müsst rasch handeln, mein Freund, denn Diablo hat zweifellos bald gefunden, wonach er sucht. Findet das Grab von Tal Rasha, bevor er den Herrn der Zerstörung befreit. Tja, soll er doch probieren. Hallo. Wir werden da schon dazwischen hauen. Horasons Rattenfluch? Oh, Tagebuch. Ja, nun, bin froh, dass ihr es gefunden habt. Ein Jammer mit den armen Haremsmädchen, ne? Ich werde sie sehr vermissen. Die anregenden Gespräche natürlich. Naja, klar. Ah, es ist das Schicksal aller, die sich mit dem Bösen einlassen. So, haben die noch was zu den 7 Gräbern jetzt eigentlich? Als Tal Rasha beschloss, den Geist von Baal in sich aufzunehmen, wusste er, dass es sein Schicksal war, die ganze Ewigkeit mit dem Willen des großen Übels zu ringen. Ja, das hatten wir schon. So. Eure Anwesenheit ehrt mich. Tja, beunruhigende Neuigkeiten machen in dieser Stadt die Runde. Offenbar war die Gefahr größer, als wir dachten. Gute Arbeit. Vielleicht habt ihr unser aller Haut gerettet. Ich vermute, ihr wollt jetzt zu den Gräbern. Ich habe gehört, sie liegen mitten in der Wüste. Naja, einen Brotpunkt haben wir schon gefunden. Achso, warte mal. Den Typen hier noch. Ist denn der so weit weg? Also, jetzt kennen wir Jerins kleines Geheimnis. Tja, dann verstehe ich auch, warum er mich hier behalten wollte. Ich bin nur froh, dass es nicht dazu gekommen ist. Jetzt sagt er mir, ich soll noch etwas länger warten, falls ihr hier weg müsst. Naja, gut, ich werde es für euch tun. Vielleicht werde ich dann ja in den Heldensagen erwähnt, hm? Klar wirst du erwähnt, natürlich. So, jetzt quatschen wir noch mit dem Chef hier. Seid gegrüßt. Danke für eure heldenhafte Unterstützung. Ich bin auch froh, dass ihr gefunden habt, wonach ihr suchtet. Das Tagebuch sollte euch helfen, das wahre Grab von Tal Rasha aufzuspüren. Hoffentlich gelangen wir noch vor Diablo dorthin. Geht jetzt und viel Glück. Die dämonische Kraft, die aus der verderbten Zuflucht ausströmte, ist gebannt. Ich danke euch sehr für eure Hilfe. Jetzt können wir unser Leben wieder neu aufbauen. Aber alles wird umsonst gewesen sein, wenn es euch nicht gelingt, das größere Übel aufzuhalten, das immer mehr an Boden gewinnt. Ja. So, gut, dann wollen wir mal wieder zurück, wa? Habe ich alles ausgeleert hier? Am größten Teil schon. Schlucht der Magier. Heiltrank. Nehmen wir auf jeden Fall mit.
Sehr gut. So, jetzt müssen wir mal gucken. Dann. Die Frage ist ja, können wir jetzt hier alle Gräber eigentlich absuchen? Wir haben ja jetzt gekriegt, was wir wollten. Wir haben jetzt die Aussage, wie... wie das Grab aussieht. Wie gesagt, die Frage ist jetzt... können wir jetzt hier in alle Gräber? Tal Raschas Grab. Na, da will ich jetzt noch ja nicht hin. Ich will mich erstmal rumgucken hier. Na, hau doch mal irgendwie. So, was haben wir hier? Nichts. Es wäre cool gewesen, wenn das so gemacht worden wäre, dass man erstmal alle Gräber untersucht und dann den Hinweis findet auf das richtige Grab. Weißt du, dass du hier wirklich dann sechs Gräber erstmal umsonst untersuchst, beziehungsweise nach Hinweisen. Das wäre cool gewesen. Aber gut. Drecksviechers! Drecksviechers! Der hat noch ein bisschen Money bei ja, weißt du? Ich frage mich immer, wo die Monster das Geld her haben. Haben die irgendwie in die Fressen, der Geld hatte? Wahrscheinlich. Wie von diesem Esel, der mal gut Karten scheißen tut. Ist hier in der Mitte irgendwas? Nee, oder? Wird man ja neugierig. Nee, ist nichts. Ja, ja, komm, du mach mal.
Ich sammle hier schon mal. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ja, ja. Ja, schon wieder Volljahrt. Ich bin überladen. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ich bin überladen. Ja, bist du immer überladen. Lass doch die Scheiße hier. Dann bist du auch nicht überladen, mein Freund. Da hat er wieder irgendwas aufgesammelt. Zu Tal Raschas Grab. Hä? Ach, guck mal, hier, da ist der. Ah, alles klar. Hier hoch, wa? Zu Tal Raschas Grab. Sehen wir irgendwas? Hier ist ein Halbmond. Nee, ja, so eine Schale oder sowas. Okay. Zu Tal Raschas Grab. Okay, dann wird das ja doch angezeigt. Alles klar. Dann kann man ja doch hin. Freunde der Sonne, wir werden auf jeden Fall erstmal alle falschen Gräber untersuchen. So viel steht jetzt schon mal fest. Die Viecher das aus hier? Oh, ja, Alter, die legen hier Eier. Feuerwiderstand. Klar, weil man hier nicht braucht. Das ist doch mal schon mal Fakt. Ich muss gleich in die Stadt zurück. Okay. Wir müssen halt das richtige finden, ne? Die Frage ist, was passiert, wenn wir das falsche gehen? Dann werden wir rausfinden. Ich will auf jeden Fall. Warte mal, was haben wir hier? Hier ist ja nichts. Ich sehe jedenfalls nichts. Naja, gut. Ausschlussverfahren. Ich sag mal, wenn du nachher alle aufgedeckt hast, nimmst du das, was dann hier reinpasst. Was ist denn das hier eigentlich für ein Ort? Keine Himmelszuflucht. Oh, hier ist ein großer Wagen. Niedergegangen. Ugh!
Viecher hier, Alter. Boah. So, würde ich sagen, haben wir ja jetzt alle gefunden hier, wa? Alle Gräber. Gut. Würde ich sagen. Tür leg mal schnell zurück, repariere meinen Scheiß. Und dann gehen wir schon mal in die erste Grab, wa? Guck mal, hier siehst du auch wohin. Hier runter. Hier runter. Ja, hier ist aber kein. Ja, hier ist doch ja nichts. Naja. Ist vielleicht nur so angeordnet. Alles klar. So, wo ist die? Seid gesegnet. Bim. Gut. Dann mal los. Grabräuber. Oh, da ist eine Rune. Okay. Vielleicht nehme ich hier noch so eine Stadtportalrolle mit. Ja, aber jetzt die Reihe, dann reicht die auch aus. So, wo haben wir jetzt das erste Grab? Hier drüben haben wir das erste Grab. Wir gehen einfach mal rein. Wir gucken mal. Alter, diese Fallen hier. Ist das alles aufregend hier, wa? Oh, die nehmen mir meinen Mana weg. Ah. Alter, die laben sich an meinem Mana. Weg da. Ich finde den Ausgang, nimm mir Hilfe. Ich will hier raus, immer tief durchatmen. Halt die Fresse. Junge, nee. Oh. Heiligsblechle. Als ob. Thank you.
Junge, 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 das war knapp. Boah, hier schon wieder so ein Ding. Aus da. Und dann immer hinter der Tür, Alter. Ich bin überladen. Ja. Als ob. Junge. Ich brauche Mana. Ja. Oh, ich brauche erstmal Heilung, Junge. Alter, wo ist denn hier der Ausgang? Hilfe! Ich kann nicht noch mehr tragen. Alter, geh mir doch nicht auf den Zeiger mit deinem Tragen. Da ist Mana. So, jetzt machen wir erstmal diesen hier. Ich kann nicht noch mehr tragen. Geh ich mir auf Zeiger. Wer ist er denn jetzt hier? Wo kommt er denn jetzt noch her? Haben wir sie denn jetzt bald mal alle hier? Oh. Schnucki, schieß die doch mal ab hier. Alter, wo schlägst du denn lang? Ich kann nicht noch mehr tragen. Oh, der geht mir auf den Sack, Alter. Der lebt von meinem Mana hier, ne? Wenn ich keinen Mana habe, dann können die auch nicht machen. Und alles ist alle. Als ob. Ich kann nicht noch mehr. Junge, dann pack doch die Scheiße raus, die du hier hast. Junge. Heiltränke, ich brauche Heiltränke, Saphir, Mana-Trank, immer her damit. Junge, diese Jammer jedes Mal hier. Ich kann ihn nur mehr tragen. So, Säbel. Was ist das für ein Säbel? Himmlischer Stichel. 3 bis 18 haben wir doch schon. So, hauen wir hier alles raus hier. Boah. Da sind ja noch welche. Gut. Junge, 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 Junge. Das ist ja mal was hier, ey, da. Vor allem, wenn du die Türe nicht findest. Das ist natürlich richtig mies. Dann hast du natürlich die Arschkarte. Ja, lass uns mal in die anderen Gräbern gucken. Was ist denn da so los? La 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 la. Oh.
Lass mich doch mal durch da, dieser Pisser da. Weg da mit dir. Ah. Ach, verdammt, ich hab Mana genommen. Ach, jetzt ist das auf die... Ich kann nicht noch mehr tragen. So, vorne auf die Scheiße jetzt. Das hab ich nicht gesehen. Warte mal, ich will mal Mana hier hinten hinpacken. Hau mir mal das hier hin. Das haust du mir da hin und das haust du mir da hin. So. Und hier ist nichts in dem Raum, oder was? Warum ist hier nichts? Was soll das? Gut, erste Grab haben wir geschafft. Freunde der Sonne, haltet die Ohren steif und wir sehen uns hier in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tüdelü.